immer wieder. Trapp, Trapp. Er hält einen Ball nach dem anderen. Der Turbo Trapp holt die Bälle massenweise raus. Das Spiel seines Lebens. Superheld Kevin Trapp. Seit über 21 Jahren kein Sieg mehr für die Eintracht in München. Bis jetzt. Das Besondere war, glaube ich, dass niemand, aber auch niemand damit gerechnet hat, dass die Eintracht dort irgendwas holt. Also man wollte, glaube ich, das irgendwie hinter sich bringen wie ein Zahnarztbesuch. So schlimm war es dann aber nicht. Die Fußballfans jedenfalls, oder zumindest die aus Frankfurt, feiern ihren Torwarthelden gegen die Bayern. Und es ist immer wieder einer da, der heute fliegt, der heute, ich glaube, auch übers Wasser gehen könnte. Und das ist Kevin Trapp. Das ist unfassbar, was der heute hier vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick alles rausholt. Und der hat eine Eintracht gesehen, die zugegeben vor allem gemauert hat. Trotzdem in der 29. Minute der Führungstreffer für die Bayern. Dafür aber 3 Minuten später das Anschlusstor für die Frankfurter. Danach ist lange Zeit alles offen und Kevin Trapp zeigt, was er kann. Flanke in die Mitte, Kopfball Lewandowski, Trapp hält aus 3 Metern. Unfassbar, unfassbar, unglaublich. Findet wahrscheinlich auch Kevin Trapp. Zumindest feiert er sich selbst auf seinem Instagram-Kanal nach dem Sieg über die Bayern. Also ich habe sehr, sehr viele Kronen gesehen. Ich habe sehr, sehr viele Bilder gesehen, wo er irgendwie eine Krone aufmontiert bekommen hat. Und ich glaube, das spiegelt es ganz klar wieder. An dem Tag war er King Trapp. Ob King Trapp oder das virtuelle Krönchen, die Fans können es jedenfalls kaum fassen. Ich muss also ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt in der Laufbahn, wo ich jetzt Eintracht-Fan bin, noch nicht so erlebt gehabt. Ja, natürlich, das ist das schönste Gefühl. Das ist das schönste Gefühl für jeden Fußballfan, wenn die Bayern geschlagen werden. Und dann nach der Leistung von Trapp gestern, also ich weiß nicht, das war einfach genial. Ich wäre gerne im Stadion gewesen. Ich glaube, es ist extrem krass, dass der erste Saisonsieg in der Bundesliga auf ausgerechnet gegen die übertrieben beste Mannschaft hier in Deutschland eingefahren wurde. Was Kevin Trapp da jetzt gestern gemacht hat, keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Jeder hat nur gefragt, wie hoch verliert die Eintracht in München? Ja, jeder hat gesagt, na gut, lasst euch mal abwarten, vielleicht passiert doch noch was. Also einer hat vor dem Spiel eigentlich schon an einen Sieg geglaubt, muss er ja auch von Berufswegen her. Wir fahren nicht nach München, um ein enges Spiel zu erzwingen, sondern wir fahren nach München, um dort zu gewinnen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das sagt jeder Trainer, der mit jeder Mannschaft dorthin fährt, weil was soll man vorher auch sagen? Man kann ja nicht sagen, wir fahren dahin, um uns abschlachten zu lassen. Also das würde ich jetzt nicht als Faktor nehmen. Aber ich glaube, was vielleicht geholfen hat, ist, was ich vorhin angesprochen habe, dass niemand irgendwas erwartet hat. Also die Eintracht war in den letzten Wochen immer in Spielen, wo man gedacht hat, jetzt müssen wir endlich mal gewinnen und jetzt muss es doch mal klappen. Und dann ist es ständig unentschieden ausgegangen, weil du halt gegen Gegner gespielt hast, wo du auch gewinnen hättest können / müssen. Das war jetzt eben nicht so. Ich glaube, das war das erste Spiel dieser Saison nach dem Dortmund-Spiel am ersten Spieltag, wo kein Mensch irgendwas erwartet hat. Und vielleicht hat das ein bisschen Druck sogar rausgenommen. That's okay. Druck rausgenommen hat vielleicht auch Trapps langjährige Freundin Isabel Goulart, ein brasilianisches Topmodel. Klingt banal und kitschig, ist aber gar nicht mal so unwichtig. So if you love someone, you should let them know. Was man vielleicht sagen kann allgemein ist, dass Fußballern immer gut tut, wenn sie ein stabiles Umfeld neben dem Platz haben, weil du, glaube ich, wenn du nur in diesem Fußballbusiness bist, dann gewöhnst du dich da an diese merkwürdigen Mechanismen, dass du eher einen Tag der Held bist, am anderen Tag bist du das Arschloch, dann gleicht sich das wieder aus. Ich glaube, wenn du ein Umfeld hast, was das für dich einordnet, kannst du mit diesem ganzen Gewese im Fußball besser umgehen. Aber mal vom Privatleben zurück in den Beruf. Kevin Trapp hat 2012 bei der Eintracht angefangen und dem Verein schon Großes vorhergesagt. Über einen längeren Zeitraum gesehen ist Frankfurt ein Verein, der glaube ich, eine wichtige Rolle in der Bundesliga spielen kann. Hat ihn aber nicht unbedingt lange in Frankfurt gehalten. Das Ausland rief und Trapp folgte. Und er war immer schon ein geiler Torwart, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass Paris ihn haben wollte. Die hatten damals noch nicht ganz so viel Cash, aber trotzdem mehr als die Eintracht. Also es war schon auf jeden Fall ein nächster Schritt. Aber irgendwie ist er, glaube ich, in der Zeit nach Paris gekommen, wo die Entwicklung von Paris noch nicht so krass war, wie sie jetzt ist. Also das war ein bisschen Pech, glaube ich. Und dann hat die Eintracht ihn halt irgendwann zurückgeholt, aber da war er, glaube ich, schon eher ein gestandener Torwart. Also er ist auf jeden Fall erwachsener geworden und präsenter, als er uns verlassen hat. Hat da auf jeden Fall so trotzdem eine Entwicklung genommen, weil er, egal ob er viel gespielt hat oder nicht, mit absoluten Weltklassespielern zu tun gehabt hat. Kam dann wieder, ja, und dann gab es ja auch immer wieder Gerüchte, ob er nicht doch vielleicht wieder geht. Jetzt ist er hier und er ist meiner Meinung nach einer der Gesichter der Eintracht.
und einer der Erfolgsgaranten, wie eben gegen die Bayern. Wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben und sagen, er muss jetzt der Nationaltorwart Nummer 1 werden. Also ich glaube, das weiß er auch selber, hat das nach dem Spiel gut eingeordnet und er kann auch einordnen, dass er jetzt gerade gefeiert wird, dass er letzte Woche nicht gefeiert wurde, dass er übernächste Woche vielleicht gar nicht beachtet wird. Ach ja, von wegen nicht beachtet. Es gab ja auch noch ein anderes wichtiges Ereignis im Spiel, über das kaum gesprochen wird. Natürlich das Siegtor der Eintracht. Kostic im 16-Meter-Raum drinnen. Schuss, Tor! Ich glaub's nicht! 83. Minute! Kostic, Tor, 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 Tor! 2:1 für die Eintracht! So, und wer war für euch der wahre Held des Spiels? Schreibt es uns in die Kommentare.